Seenluft 24, der Tag. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten heute vom 5. August. Brandenburg investiert in den kommenden 2 Jahren zusätzlich rund 69 Millionen Euro in Schulen und Bildung. Davon kommen knapp 39 Millionen Euro vom Bund. Mit dem Geld sollen pandemiebedingte Lernrückstände aufgeholt werden. Geplant sind beispielsweise individuelle Lernbegleitungen, psychosoziale Angebote sowie Ferien- und Freizeitmöglichkeiten. Für die Dauer von 2 Schuljahren werden weitere Lehrkräfte und pädagogisches Personal eingestellt. Außerdem erhalten alle Kreise 3 zusätzliche Stellen für die Schulsozialarbeit. Bewegungsangebote, Schwimmkurse und ein Ausbau der Jugendfreiwilligendienste stehen ebenfalls im Konzept. Rund 100 Einsatzkräfte aus Südbrandenburg sind am Donnerstag in Richtung Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Dort helfen sie in den Hochwassergebieten bei der Bewältigung der Flutkatastrophe. Eine entsprechende Hilfsanfrage wurde am Montag gestellt. Von Schwarzheide aus ging es für Feuerwehrleute sowie Mitglieder von Katastrophenschutz und DRK Donnerstagmorgen in Richtung Rheinland-Pfalz. Dort unterstützen sie die Hilfsarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe im Juli. Die Einsatzkräfte stammen aus den Kreisen Spree-Neiße, Elbe-Elsterdame, Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und aus Cottbus. Darunter auch 2 ehrenamtliche Notfallseelsorger und die 4 Feuerwehrleute aus Fettschau, Lauchhammer und Senftenberg. Geplant ist der Einsatz vorerst bis zum 15. August. Laut Kreisverwaltung gibt es nach wie vor auch Anfragen von Privatpersonen, die helfen wollen. Wer einen Beitrag leisten wolle, sollte die offiziellen Geldspendeaktionen für die Opfer der Fluthilfe unterstützen, so OSL-Kreisbrandmeister Tobias Pelzer. Brandenburgweit starteten am Donnerstag rund 250 Kräfte in Richtung Westdeutschland. Die Wegwar lädt Gartenfreunde kommende Woche nach Großrieschen ein. Dort entsteht gemeinsam mit der Stadt und dem Projekt Biwak ein offener Schau- und Lehrgarten. Er ist Teil des Projektes Bürgergärten und Permakultur in der Niederlausitz. Unterstützt wird es vom Europäischen Sozialfonds und dem Land. 2 Anlagen in Lauchhammer und Großrieschen arbeiten nach dem Prinzip des solidarischen Gärtnerns. Mitstreiter pflegen die Flächen gemeinsam, teilen anschließend die Erträge oder vermarkten sie. Mehr dazu erfahren Interessierte am 11. August in Großrieschen. Los geht es um 17 Uhr in der Wilhelm-Pieck-Straße 2. Um Voranmeldungen wird gebeten. Vor circa 12 Millionen Jahren stand er noch als Baumriese mitten in einer Moorlandschaft in der heutigen Niederlausitz. Im Jahr 1982 wurde er von Mitarbeitern des Cottbuser Museums im Tagebau Klettwitz entdeckt und von Mitarbeitern des Tagebaus freigelegt. Die Rede ist vom Mammutbaumstubben am Tertiärwald im Cottbuser Spreeauenpark. Nun hat er ein neues Fundament bekommen. Vor etlichen Jahren hat der Stubben gebrannt, wodurch der Sockel aus Schaumstoff völlig zerstört worden war. Nun konnte durch Bemühungen des Naturwissenschaftlichen Vereins der Niederlausitz der Sockel erneuert werden. Wer mehr über den Mammut erfahren möchte, ist am Sonntag, dem 8. August 15 Uhr herzlich eingeladen. Treffpunkt ist der Mammutbaumstubben. An der Kasse, der Eintritt zum Spreeauenpark ist zu zahlen. Die Veranstaltung selbst ist kostenlos. Und nun zu unseren Kurzmeldungen. Im Juli 2021 waren im Jobcenter USL insgesamt 2.843 Personen arbeitslos gemeldet, darunter knapp 1.800 Langzeitarbeitslose, 110 mehr als vor einem Jahr. Das zeige, dass zumeist ältere Arbeitssuchende weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben, so das Jobcenter. Nachdem Corona-Beschränkungen weitgehend gelockert wurden, ist auch der Senftenberger Seniorenbeirat wieder aktiv. Für den 17. August plant er einen Ausflug zum neuen Sonnenhof in Großkoschen und am 14. September gibt es eine Schiffstour mit der Aqua Phoenix. Karten erhalten Sie direkt beim Seniorenbeirat. Schöne Bücher aus Brandenburg heißt es am 4. und 5. September in Cottbus. Im Rahmen des 2. Lesefestes, Literatur auf der Parkbank, präsentieren sich im Dieselkraftwerk zahlreiche Buchverlage und Buchkünstler des Landes. Mehr dazu finden Sie unter brandenburger-bücher.de.
Die LMBV hat ihre neue Wasserbehandlungsanlage Ruhlmühle in Betrieb genommen. Sie reinigt pro Sekunde bis zu 100 Liter belastetes Wasser und entzieht ihm täglich an die 1,2 Tonnen Eisenfracht. Anschließend wird der pH-Wert angehoben und das gereinigte Wasser in die Spree eingeleitet. Die Wasserbehandlungsanlage läuft rund um die Uhr. Sie geht nach der Testphase in diesem Jahr in den Regelbetrieb über. Ab 2022 ist die Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH verantwortlich. Sie betreibt bereits ähnliche Anlagen in Neustadt-Spree und Burgdorf. Soweit unsere Meldung. Hier geht es jetzt weiter mit dem Polizeibericht. Insgesamt 4 Autos waren an einem Auffahrunfall am Mittwoch in Senftenberg beteiligt. Gekracht hatte es gegen 15 Uhr auf der Briesker Straße. 2 55 bzw. 76 Jahre alte Frauen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden liegen bei etwa 20.000 Euro. 2 Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Soweit also unsere Meldung. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Freitag gibt es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag lockere Bewölkung bei Temperaturen von 13 bis 25 Grad. Am Abend gibt es keine Wolken und die Temperatur liegt bei 13 Grad. Nachts ist es locker bewölkt bei einer Temperatur von 15 Grad. Samstag gibt es am Morgen überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Werten von 14 Grad. Im Laufe des Mittags ziehen Wolkenfelder durch und die Temperatur steigt auf 25 Grad. Abends ist der Himmel bedeckt bei Temperaturen von 14 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Tiefsttemperaturen von 17 Grad. Am Sonntag kommt es am Morgen zu einem Mix aus Sonne und Wolken und die Temperatur liegt bei 17 Grad. Später ist es leicht bewölkt und die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad. Abends gibt es keine Wolken und die Temperatur liegt bei 17 Grad. Nachts ist es wolkenlos und die Luft kühlt sich auf 14 Grad ab.